Hallo und herzlich willkommen bei Nordbauer Geagra zu einer neuen Folge hier von der Nordfriesischen Marsch und unserem Viehhof. Und wir haben in der letzten Folge diverse Wassersorten, also Wasser aufgefüllt beim Kalkwerk. Wir haben die Kühe hier mit Wasser versorgt, die Rinder mit Wasser versorgt, das läuft alles. Und wir haben das restliche Stroh endlich vom Feld geholt und können dann jetzt überlegen, wie wir weiter verfahren. Also wir düngen erstmal die Felder da erstmal ein. Die drei Felder müssen gedüngt werden, das machen wir. Vorher mache ich hier nochmal kurz sauber. Ein bisschen Silage aufsammeln, die bringen wir dann zur Mischfutterfabrik. Heu leer ist, und der Mischfutter ist da auch noch. 27.000, wir brauchen da unten noch ein bisschen Heu, damit auch wieder vorwärts geht. Die automatische Fütterung haut soweit hier hin. Wir haben hier 29.000 Liter drin. Da müssen wir auch demnächst das Heu auffüllen. Die Silage müssen wir auffüllen vor allen Dingen. Noch geht aber alles. Aber wir werden uns jetzt erstmal hier unseren kleinen Glas schnappen. Und werden anfangen, die Felder zu düngen. Wir versuchen jetzt mal, damit es vor allem noch kalt werden, weil deswegen hauen wir jetzt vorher mal eine Stufe rauf. In der Hoffnung, dass wenn ich nach dem Kalk drauf gehe und dann sehe, dass ich dann alle Düngestufen schon beide drauf habe und dann nicht nochmal düngen muss. So, Düngerstreuer haben wir hier. Ein Querneland. Haben Dünger auch drauf, das passt. Dann füllen wir auch mal aus, dass wir hier volles mit. Nehmen wir die 45 Meter Arbeitsweite, habe ich noch nie ausgeführt, das funktioniert, bin mal gespannt. Wir fahren dann zum ersten Feld und düngen dann mal. GPS-Mod, wenn wir das mal machen. Das werde ich jetzt mal beim ersten Mal noch selber machen wollen, nicht mit Cosplay. Um das mal anzugucken. So, Alt-C, das ist an. Ich bin mal gespannt. So, Steuerung S, wir müssen erstmal hier die Breite einstellen. Fahren mal eine Spur ein und gucken mal, was dann passiert. Das ist so ziemlich gut abgeschätzt, würde ich sagen. Den Rand, den lassen wir dann mal, das ist scheißegal. Und dann legen wir mal los. Müssen wir wahrscheinlich einmal ausweichen, wie es aussieht.
Also die Düngestufe geht auf jeden Fall rauf. So. Ach, schon eine ganz schöne Arbeitsbreite. 45 Meter mit dem kleinen Ding hier. Das ist nicht schlecht. Da kann man schon was mit schaffen. Dann sind wir hier in 5 Bahnen durch mit. Das machen wir jetzt erstmal einmal selber hier mit dem Feld. Hier müssen wir wieder hin zu der Linie. Düngen wir das Feld hier. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefällt. Könnt ihr auch mal den Kanal checken. Da ist ja nicht nur die Marsch drauf, da haben wir auch, ist auch noch zwei, drei andere LS19 Projekte und ETS und ATS ist ja auch vorhanden. Guckt euch gerne an. So, aber die Bahn auch vorbei. Aber das schafft schon was, ne? Mit 48 oder 45 Meter auf diesen großen Feldern ist das schon echt nicht schlecht mit der Querneland. Die müssen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal dann nochmal auffüllen fürs nächste Feld. Ja, die sind etwas größer, die anderen Felder, da wird das nicht reichen, dass wir noch eins schaffen damit. Dann nehmen wir dann aber auch Cosplay mit ins Boot. So, die Bahn ist auch fertig. Deswegen kommt die vorletzte, weil die immer noch nicht ganz. Doch, wir werden das schaffen. Also den kleinen Streifen da, der interessiert mich nicht. Den lassen wir dann mal frei. Das ist egal. Bei der Größe der Felder fällt das nicht so ins Gewicht. Außerdem sieht man eigentlich da was gar nicht. Also wird das wahrscheinlich sogar so passen.
So. Also haben wir das Feld schon mal geschafft. Fahren wir mal wieder zum Hof, füllen noch mal eben den Düngerstreuer auf. Dann ist der auch schon bereit für das nächste Feld. Aber wir werden uns jetzt mal jetzt kurz hier noch um andere Sachen kümmern. Machen wir mal hier beim Düngerstreuer oder die Düngerproduktion. Bisschen was haben wir ja schon produziert hier. Liter kriegen wir hier auch rein. Stellen wir den noch mal hier schon mal in Bereitschaft hin, im Hofausgang. So, dann werden wir jetzt mal anfangen, das Mehl. Sondern die Weizen, den wir geerntet haben. Der soll ja in die Mehlproduktion. Fast 3 Wagen haben wir hier voll. Dann müssen wir uns hier auch ein System überlegen, weil Wirtschaft ist so schwer, dass wir hier auch dann Geld verdienen. Das heißt, wir müssen auch mal was verkaufen. Wir haben einmal bisher das Mehl verkauft. 12 Paletten, 55.000 Euro haben wir dafür bekommen. Das war schon gut. Aber wir müssen mehr in Gang kriegen. Wir haben das bisher das Einzige, was wir verkauft haben. Fleisch ist jetzt auch langsam los. Wir brauchen noch die Molkerei, dass das auch dritte losgehen kann. Wir können hier auch noch den Kompost langsam mal belegen, zu dem verkaufen. So, hier ist das Mehl. Weizenabnahme, um Mehl herzustellen. Paletten haben wir hier noch. Ja, wie lange reicht das noch? Weiß ich auch nicht. Oh, das reicht noch. Ich habe 6 Paletten mal hergebracht. Stapel. Das sind fast noch 3 über. Gucken wir mal, zweimal können wir noch Weizen holen. Gucken wir mal, ob wir das im Autodrive hinkriegen. Abholen und abliefern. Abholen müssen wir beim Hof, ja, aber dann müssen wir das Silo laden. Und abladen bitte hier beim habe ich das auch schon gemacht. Doch, Lieferung
Getreide abladen, haben wir auch. Und Weiß. Das Ganze noch zweimal. Und dann machen wir. So, wir schnappen unseren Johnny. Und wenn jetzt hier schon mal anfangen, Stroh zu verteilen. Also nur noch einen Ladewagen ruhig. Das heißt, es könnte hier gleich einen Stau geben. Weil der Deutsche gleich auch noch kommt, der wird dann wahrscheinlich gleich hinter mir langfahren. Ich fahre auch mal so rum ran, damit das dann nachher gleich, dass wir uns hier gleich gegenüberstehen. Da hinten kommt er. Passt, ja. So, als allererstes bringen wir mal eine Ladung hier zum Mobile hin. Jetzt gucken wir die Abladestelle. Ja, okay. Bringen wir mal das zur automatischen Fütterungsanlage für den Kuhstall. Kommt eine Ladung rein. Stroh war, glaube ich, ganz rechts, ja. Mit 120.000 Liter passen da rein in diese Boxen. Tausend sind drin, dann machst du auch dabei noch. Gucken wir mal die nächste Ladung. Der Deutz ist fährt gerade, ist auch voll. Ja, sieht jedenfalls so aus. Der fährt jetzt gerade zur Mehlfabrik, bringt den Weizen dahin. Wir bringen jetzt nochmal eben Stroh eine Ladung. Zur Rinderzucht bringen wir eine hin. Haben wir was mal 27.000, aber machen wir mal so.
Wo der Strohträger überhaupt ist. Ist der überhaupt hier oder ist der auf der anderen Seite? Weiß ich gar nicht. Hab ich noch nicht gesehen. Nee, Stroh kommt vorne hin. Alles klar, Stroh kommt vorne hin. Stroh kommt irgendwo hier hin. Da, der Trigger. So. Kippen wir das auch mal raus. Der Wobbler hat den Deutz, hat den Weizen auch abgeladen. Dann steht uns nichts mehr in Prozentzahlen. Stroh passt hier wie viel rein? Och, 500.000 Liter, ja, gut. Aber da ist mehr als genug noch zu tun. So, wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht es gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.